Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt vom guten Patrick und der schreibt auch eine kurze knackige E-Mail dazu. Nämlich schreibt er, Zooname ist Zoo of Carthage. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Steht aber ja auch unten im Videotitel, daran könnt ihr es dann lesen. Und der Name von ihm ist einmal Hasdrubal bzw. Patrick. Und dann schreibt er noch, Hi Dandiman, hiermit schicke ich dir meinen sich noch im Bau befindenden Zoo. Wünsche viel Spaß beim Erkunden. MFG Patrick. Sehr kurz und knackig, aber ich freue mich sehr auf dein Zoo und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt in den Zoo of Carthage. Und da sind wir schon im Zoo von Patrick angekommen. Ich habe den Zoo geschlossen, also es sind keine Gäste mehr da, weil ich hatte vorhin wirklich nur 15 FPS, jetzt habe ich 25. Das reicht, denke ich mal, zum Besichtigen. Ist immer ein gutes Zeichen, denn das heißt eigentlich immer, dass ihr relativ viel gebaut habt. Und dass der Zoo sehr groß schon ist, das freut mich dann eigentlich immer. Die FPS sind zwar immer ein bisschen nervig, dass es dann so wenig ist, aber zum Besichtigen reicht es völlig aus. Ich finde es schon mal cool, du hast hier ja wirklich einen separaten Eingang nochmal gebaut für den Zoo. Also du hast hier nicht diesen Standardeingang hier benutzt. Finde ich sowieso doof, dass man den nicht wirklich entfernen kann, muss ich sagen. Aber ich finde das gut, dass du es so geregelt hast. Du hast hier nochmal so einen separaten Eingang gebaut mit Zoo und hast den sogar wirklich hier so einen Zaun lang gebaut. Finde ich mega nice. Ja, und hier hast du auch noch so ein paar kleine Details untergebracht. Das lässt ja schon mal auf viel Gutes hier, versprechen, sag ich mal. Mega coole Idee hier mit dem Tor. Das sieht halt so aus, als wenn das so ein Tor ist, was runtergeht. Das ist eigentlich nur ein Zaun, ne? Ein Zaun mit so ein bisschen Glas hier drin, kann das sein? Sieht wirklich so aus, als wenn das so ein Tor ist, was runterfahren kann. Richtig coole Idee. Aber lässt schon viel versprechen. Oh, da sehen wir übrigens den Namen nochmal. Carthage oder Carthage. Carthage Zoo, ich weiß es nicht. Aber es sieht ja schon mal mega cool aus. Also man kommt hier nochmal durch so einen separaten Eingang und dann auf so einen großen Plaza nochmal, wo man dann nochmal einen Springbrunnen hat und sowas. Kennt man ja ganz gut aus Freizeitparks und so, dass man erstmal so ein bisschen Wasser und sowas sieht. Und das sieht sehr, sehr einladend und schön aus. Also richtig gut gemacht. Auch hier richtig parallel gebaut. Alles richtig schön gemacht. Hier mit diesen tollen Faunenstatuen. Ja, richtig cool. Hast du dir echt viel Mühe gegeben. Oh, das sieht toll aus. Auch hier das Schild da oben sieht mega nice aus. Ah, hier ist dann der richtige Eingang. Ah, ich verstehe. Das ist cool. Auch richtig schöne Farben hier. Oh, wie viel Liebe zum Detail hier drin steckt. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt aus einem Workshop ist oder selbst gebaut ist. Das kann ich nicht sagen. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es selbst gebaut ist. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Es sieht so gut aus, als dass es auch aus einem Workshop sein könnte. Definitiv. Cooler Gebäudestil auch. Auch hier viel Liebe zum Detail. Viele Felsen, viel Bepflanzung. Dann hier so ein Blumenkörbe und alles. Ah, das ist schon schön. Guck mal. Und dann hier oben. Oh, so viel Liebe zum Detail. Hier steht noch ein Fahrrad. Was mag ich denn gerne? Erdbeermilchshake, bitte. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Erdbeer, Schoko, Vanille, würde ich Erdbeer nehmen. Also bei McDonald's mag ich zumindest den Erdbeermilchshake am liebsten. Welchen mögt ihr am liebsten? Erdbeer, Vanille oder Schoko? Oder doch was anderes? Wer weiß. War da gerade ein Fenster? Warte mal. Ah, lol. Dahinter sind sogar richtige Räume. Ist das cool oder ist das cool? Also das ist mal Liebe zum Detail, oder? Hammer. Richtig gut gemacht. Ich werde mir das gleich auch noch von oben angucken, weil sonst verpassen wir hier so viel. Auch richtig schöner Eingangsbereich hier. Gehen wir mal rein in den Carthage Zoo. Ding, ding, ding. Wir sind drin. Und dann kommt schon direkt der nächste Plaza. So muss das sein, Leute. Und Toiletten, ganz wichtig am Eingang, finde ich. Wenn man in einen Freizeitpark oder in den Zoo kommt, erstmal auf Klo gehen. Oh, hier können wir sogar rein. Null. Okay, schnell. Tschuk. Die Geräusche machen wir jetzt mal nicht. Wir gehen wieder raus. So, wunderbar. Hier haben wir wunderschöne Toiletten. Was haben wir denn hier noch? Boah, ich werde mich so verlaufen, Leute. Ich sag euch das. Ah, das sind Mitarbeitereinrichtungen und so ein paar Fahrräder und ein paar Vorräte und irgendwelche Arbeitsmaterialien. Richtig cool gemacht. Hammer. Und hier liegen sogar so Schilder, die noch angebracht werden können und sowas. Richtig cool. Sehr viel Liebe zum Detail. Oh mein Gott, das sieht so nice aus. Spirit of North America. Krasser Zoo bis jetzt. Oh, warte mal. Ich muss einen kurzen Cut machen. Die Katze will raus. So, sorry. Da bin ich wieder. Ihr kennt ja Katzen, ne? Wenn man sich gerade hingesetzt hat und fleißig sein will und aufnimmt, dann will sie gleich nach draußen. Ich war hier bestimmt zu laut am Reden oder so. Das sieht alles so schön aus.
Plätscherndes Wasser hier am Eingangsbereich ist natürlich immer wundervoll, ne? Fällt mir richtig gut, die Optik. Im Hintergrund sieht man sogar schon einen Wasserfall. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Das ist ja awesome. Also wirklich, Hammer. Junge, das sieht so gut aus. Der Wasserverlauf sieht auch super aus. Man sieht hier kaum Düsen, hier so ab und zu. Das bleibt aber nicht aus. Aber sieht richtig gut aus, auch das Plätschern und so. Und auch die Bepflanzung, die Felsarbeit. Wow, beautiful, wirklich. Also du bist wirklich ein richtig detailverliebter und detailreicher Bauer. Wie das klingt. Nee, aber du weißt, was gemeint ist, ne? Hammer, Patrick. Also wirklich, bis jetzt richtig, richtig gut. Ja, auch im Hintergrund. Das sieht so gut alles aus. Hier haben wir sogar eine Viewing Gallery, eine sehr interessante. Und so durchs Glas gucken. Hm, ja, warum nicht? Hier sieht man dann nochmal ein Schild. Das sind nämlich Flamencos im ersten Gehege. Flamingos natürlich. Ich finde das immer so cool, wie viele das immer sind. Aber ich glaube, von denen kann man auch richtig viele in einem Gehege halten, ne? Wollen wir jetzt mal nachgucken, wie viele gehen. Können wir mal so ein Spaßvideo machen, wo wir das Maximum an Flamingos in einem Gehege freilassen und gucken, was passiert. Und dann lassen wir irgendwelche Raubtiere frei. Das wäre bestimmt mal witzig. So, wo steht denn das hier? Bis 500 Stück. Oh mein Gott. Bei 500 Flamingos, da leckt das Spiel bestimmt ordentlich. Da ruckelt das bestimmt richtig rum. Aber wirklich überall so richtig gute Felsarbeit. Alles sieht richtig gut aus. Auch hier richtig viele Details noch. Heftig. Also richtig krass. Richtig, richtig krass. Richtig hohes Bauniveau, was du hier zeigst. Hammer. Ich bin immer noch beim Eingangsplatz und will hier gar nicht weggehen, weil es so schön ist. Also ich glaube, das wird ein sehr langes Video, Leute. Seid mir da nicht böse. Next Feeding Time. Oh mein Gott, diese Details. Oh, ist das cool. Richtig nice Idee. Und alle Bordsteinränder hier so. Ach, ist das schön gemacht. Hast du wirklich wundervoll gemacht hier alles. Hier sind nochmal ein paar Gebäude. Sogar hier ist so ein kleiner Springbrunnen. Ah, so viel Liebe zum Detail. Ich werde hier gar nicht alles sehen können in der Zeit, wo wir das besichtigen. Aber ich finde das auch schön, dass du hier die Bordsteine immer so abgesteckt hast und das alles bepflanzt hast, vernünftig. Ja, wundervoll. Wir gehen mal in diese Richtung hier, Leute. Ich werde nachher auch noch in der anderen Perspektive schauen, weil ich werde mich 100% verlaufen. Du hast sogar hier die Wege alle übergebaut, damit die anders aussehen, die Mitarbeiterwege. Finde ich auch gut, weil ich finde, dass die Mitarbeiterwege von den Farben her immer sehr blöd aussehen. Die passen immer nicht so ins Bild. Das hast du hier wirklich gut geregelt mit so einer anderen Farbe. Ist auch mal was anderes. Sieht nice aus. Ja, und es sieht wirklich alles. Schreib mal bitte in die Kommentare, wie lange du dafür gebraucht hast. Ich habe hier jetzt noch keinen. Also normalerweise ist es immer so, wenn ich einen Zoo aus der Ego-Perspektive besichtige, dass ich zumindest ein paar falsch platzierte Sachen oder irgendwas sehe, habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Das ist ja alles so mit Liebe zum Detail platziert. Das ist ja Hammer. Ja, hier, der Baumstamm liegt gut. Also wirklich. Junge, 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 wie lange hast du hierfür gebraucht? Guck mal, hier sind auch noch so ein paar Höhenunterschiede. Aber auch nicht zu steil. Das ist auch alles gut abgeglättet hier. Ja gut, hier. Das bisschen, aber das bleibt nicht aus. Was ist denn hier hin? Oh mein Gott, wir sind in einer Viewing Gallery. Sogar diese Details hier mit dem Glas und so finde ich mega cool. Was haben wir denn hier? Antilocapra. Okay, Antilopen haben wir hier wohl. Kann man auch richtig gut beobachten hier aus der Galerie. Richtig coole Idee mit der Beobachtungsgalerie hier. Mega cool aus. Und man hat wirklich eine richtig gute Sicht. Gut, das Gehege von der Innengestaltung ist jetzt nicht so spannend gestaltet, muss man sagen. Ist relativ schlicht gehalten und da könnte man sicherlich noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Aber vielleicht wolltest du das ja gar nicht. Geh mal davon aus, dass du so schon zufrieden warst. Gott, ich komme hier nicht mehr runter. Ich bin jetzt aufs Dach geglitscht. Ja, sieht schon aber Hammer aus, oder? Und dann kann man sogar in das Gebäude hier reingehen. Das ist so an dem Gebäude dran. Da ist dann so ein kleiner Stall. Ich würde jetzt gerne mal runter, aber ich komme hier nicht mehr runter. Ich muss mal einmal so machen. Gucken wir mal ganz kurz das Stück an, was wir gesehen haben von oben. Wow. Alter Schwede. Es sieht so gut aus. Und wie viele Objekte stehen denn hier? Wie viele Bepflanzungen? Wie lange hast du alleine an diesem Platz gesessen? Also wirklich einfach nur wow. Und hier kommt dann der nächste Platz. Ey, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Das ist ja schon mega beeindruckend hier an dem Eingangsplaza. Richtig gut, oder Leute? Also jetzt mal ehrlich. 10 von 10 Punkte von mir. Hammer. Wirklich Hammer. Junge, Junge, Junge.
Ja, ich glaube, du wolltest das auch so schlicht halten, das Gehege. Kann man auch machen. Muss ja nicht immer alles so voll bauen. Sieht auch gut aus. Du hast auch wenig Barrieren so benutzt. Also auch relativ viele natürliche Barrieren. Dass mal hier eine so eine Mauer ist, finde ich gar nicht schlimm. Mega. Und ich finde das cool, dass du den Stall hier noch so an den Rand gebaut hast. Hier können die dann reingehen. Oh, ist das wundervoll. Wie cool auch die Männchen und Weibchen aussehen. Schaut mal. Sorry, falls es ab und zu ein bisschen laggt. Liegt einfach daran, dass der Zoo schon sehr fortgeschritten ist. Ja, richtig cool. Also wirklich. Richtig, guckt euch einfach, wie viel Detail hier drin ist, in dieser Wand. Wie viele Felsen hier gut platziert, wie viele Pflanzen hier gut platziert sind. Heftig. Also wirklich, Hammer. Oh, sogar hier oben ist ein Baumstamm draufgekippt. Also wir müssen unbedingt den Zoo gleich in dieser Sicht noch ein bisschen besichtigen. Das geht gar nicht anders. Oh, das Schild ist mir auch gar nicht aufgefallen. Ja, wir fangen mal wieder an und platzieren uns mal mit Mitarbeiter und gehen mal wieder normal weiter. Wir hier nicht alles in der Sicht jetzt machen. Get Cam. So, let's go, Leute. Weiter geht's. Wir wollen natürlich uns auch nicht zu lange aufhalten. Aber bis jetzt ist das so richtig cool. Und jetzt geht's hier einmal mit so einem Tunnel durch den Berg. Da oben ist dann der Bereich, wo wir hingehen. Spirit of North America. Da geht's hin wahrscheinlich. Ach, wundervoll. Geht's hier durch so einen Tunnel. Auch mal spannend. Richtig langer Tunnel durch den Berg. Wow. Und dann geht's hier direkt wieder hoch. Ey, guckt euch das an. Es ist überall so gut abgesteckt mit Klippen. Junge, Junge, Junge. Okay, diese Kanten scheinen da immer wirklich automatisch reinzukommen. Kann man wahrscheinlich nicht viel gegen machen, ne? Weil ich glaube, bei deiner Detailverliebtheit ist dir das wahrscheinlich auch schon aufgefallen. So, hier haben wir wahrscheinlich Bären. Wow. Wirklich wow. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Auch diese Galerie hat schon wieder so einen coolen Stil, dass man hier dann so durchgucken kann und so eine gute Sicht hat auf die Bären. Es ist ja so ein gut durchdachter und gut gebauter Zoo bis jetzt. Heftig. Ich will eigentlich mal in das Gehege rein. Hallo Bär. So, da sind wir mal drin. So, da oben haben wir nämlich auch noch einen wunderschönen Wasserfall. Auch hier richtig cool gemacht. Hä, ist der Berg... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ist der Berg aus Klippen oder aus... Der Übergang ist mega gut. Man sieht kaum den Übergang zwischen den Klippen und dem normalen Terrain. Hammer. Und dann hast du hier sozusagen darunter nochmal so eine Höhle gebaut, wo der schlafen kann. Unterm Wasserfall. Mega cool. Also wirklich. Richtig coole Idee. Da plätschert dann das Wasser auf. Ja, nice. Gefällt mir. Hier geht's auch nochmal in der Höhle. Oh, ich glaube, ich werde ewig in diesem Zoo bleiben. Es wird bestimmt über eine Stunde das Video, wenn ich so weitermache. Aber es ist auch so also gut alles gemacht. Auch im Hintergrund die ganzen Berge und so. Ist auch so gut bepflanzt. Der Boden ist richtig gut bemalt. Sieht alles richtig natürlich aus. Also wirklich mega. Mega Zoo bis jetzt. Hammer. Wir gehen wieder zurück. So, da sind wir wieder. Also, wir waren gerade da oben. Ah, guck mal. Sogar mit Schildern. Sehr praktisch für uns. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht. So, hier haben wir Bisons. Die sind hier auch am Chillen, so ein bisschen. Können die hier hoch? Nee, oder? Nee, denke ich nicht. Ich habe ja auch schon mal ein Bison-Gehege gebaut. Das ging ja eigentlich nicht. Ich habe auch coole Idee hier mit diesem Gitter und... Also du hast schon echt viel Abwechslung hier reingebracht. Und das hier ist noch ein bisschen kahl, da bist du wahrscheinlich noch nicht zugekommen. Oh, das finde ich gar nicht schlimm. Wir gehen mal rein in das Gehege. Oh, guck mal hier, der Fluss fließt sogar hier weiter durch mehrere Gehege und auch hier unten durch. Das ist sozusagen eine Brücke. Richtig cool. Okay, diesen Baumstamm hier verstehe ich nicht ganz. Ist er dafür da, dass wir hier aufs Dach können? Okay, hier ist nochmal so ein kleines Häuschen. Und auch das hat so einen richtig eigenen Stil. Aber von innen sieht das cool aus, das Häuschen. Sehr, sehr nice. Hier ist eine Trinkstelle. Auch echt große Gehege so. Ja, sehr schön gemacht. Wirklich. So, ich hoffe, wir kommen hier wieder hoch. Ja, perfekt. Okay, wir sind wieder oben. Hier fließt der Fluss dann weiter. Und dann auch immer schön durch diese
Gitter durch. Das mag ich auch sehr gerne. So. Ah, hier geht's dann in das... Ah, das ist der Mitarbeitereingang dann in das Bison-Gehege. Finde ich cool, dass du das mit dem Haus so verbunden hast. Das Haus sieht von außen auch sehr cool aus. Hier unten mit dem Stein, oben mit dem Holz. Du hast sogar relativ materialsparend hier gearbeitet, weil du diese großen Wände und so benutzt hast. Richtig cool. Wie viele Dinger sind das? 118 nur. Das ist nicht viel für so ein Haus. Not bad, not bad. Oh, hier ist auch nochmal ein Mitarbeitergebäude. Hast du im Fels versteckt? So ein bisschen, ne? Tatsächlich, du hast das so in der Felswand versteckt. Sehr interessant. So, hier geht's zum nächsten Ding. Das ist ein Wolfsgehege, so wie es aussieht. Oh, hier fehlt vielleicht noch das Geländer, genau wie hier. Bisschen gefährlich, oder? Dass die Gäste da reinfallen. Aber ansonsten ist das schon sehr, sehr gut. Ja, hier bist du auch noch nicht weitergekommen, so wie es aussieht. Und mit wie viel Liebe zum Detail du arbeitest. Ich will nicht wissen, wie viele Stunden du an diesem Teil einfach gebraucht hast. Einfach nur dieser Nordamerika-Teil. Richtig schöner Stil. Ich hoffe, du hast ihn in den anderen Bereichen auch, diesen Stil, den du hier hast. Ich versuche mal, da unten reinzukommen. So. Wir sind... Kommen wir hier rüber? Ja, perfekt. Okay, wir sind im Wolfsgehege, Leute. Was sind das für Wölfe? Wahrscheinlich normale, oder? Ja. Okay, normale Wölfe. Ja, auch sehr schön, ne? Ist ja alles relativ im gleichen Stil so gehalten. Aber du hast richtig coole Ideen, was die Galerien und so angeht. Jede Galerie sieht anders aus und man hat wirklich eine richtig wundervolle Sicht. Hammer. Hier oben sind sogar nochmal die Mitarbeitergebäude. Da können die Mitarbeiter sogar auch die Wölfe beobachten. Richtig coole Idee. So, hier geht's nochmal lang. Junge, Junge, Junge. Also krasser Zoo, wirklich. Patrick, Hammer. Ich bin echt geflasht gerade. Ich will unbedingt weiter erkunden. Wir gehen jetzt auch weiter. Wir gehen hier wieder zurück durch den Tunnel. Genau. Oder gibt es noch eine andere Abzweigung? Nee, okay. Wir haben jetzt North America abgearbeitet und jetzt geht's Richtung Afrika. Da bin ich ja mal gespannt. Also der Nordamerika-Teil hat mir richtig gut gefallen. Oh, hier sind auch noch Schilder. Genau, North America, Exit. Mehr steht da nicht. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Jetzt gehen wir mal nach rechts. Ach, ist das toll. Oh, die Flamingos. Oh, ich liebe es, im Planet Zoo Zoos zu besichtigen. Vor allem, wenn da so viel Liebe zum Detail drin steckt. Auch cool hier, ne? Dass du hier so Variationen drin hast. Also das finde ich ja immer schon cool, wenn man das so absteckt. Das habe ich aber schon sehr häufig gesehen. Aber dass du dann hier das so nochmal machst. Mega. Und hier geht es direkt zum nächsten Zaun. Also Hammer, man weiß... Also... Wow, ey. Okay, hier sind wieder viele Sachen. Afrika-Felsen, Wild Dogs, Lemur World und Reptile House. Oha, ich würde jetzt sagen, wir gehen erstmal zum Reptile House, weil da hier nur eine Sache ist. Können wir die abarbeiten und wieder zurückgehen. So ist zumindest mein Gedanke dahinter. Das hatten wir schon gesehen, ne? Ja. Und jetzt hier hin. Okay, hier haben wir... Wie heißen die denn nochmal? Das ist jetzt schon Afrika, oder? Sind das nicht afrikanische Tiere? Sieht auf jeden Fall afrikanisch aus hier. Hier ist doch auch wieder so eine Galerie. Ich frage mich halt, ob die nicht zu niedrig ist von der Scheibe her. Bin ja ungefähr auf Kopfhöhe, ne? Hm, keine Ahnung. Sieht aber wieder cool aus. Auch, dass du das hier dann so abgesteckt hast, hier auf der Rückseite so. Ah, so viel Liebe zum Detail. Ich will mal in das Gehege eigentlich rein. Ganz gerne. Meint ihr, wir schaffen das? Ja. Okay, perfekt. Wir sind drinnen. Auch hier darf natürlich Wasser nicht fehlen. Hast du dir auch was einfallen lassen? So ein schräges Wasserding. Boah. Sieht ganz cool aus. Aber irgendwie sieht es ein bisschen unrealistisch aus, das Geplätscher. Hm. Kann auch sein, dass ich es mir einbilde. Aber die Zäune hier hast du so selber gebaut. Hammer. So, wie heißen denn die Dinger nochmal? Die sind auf jeden Fall wunderschön. Gucken wir mal. Niala, okay. Das ist ein Männlein mit dem großen Geweih. Das andere sind Weiblein. Der Hahn im Korb wahrscheinlich hier, ne? Zwischen den ganzen Mädels. Achso, was mir auch positiv aufgefallen ist, als ich den Zoo gestartet hatte, war hier keine Tierwarnung. Mittlerweile sind es 9, weil ich so lange brauche und mich nicht kümmere.
Aber das ist auch eine Seltenheit, dass ich kaum Tierwarnung habe. Aber auch wunderschön gestaltet hier das Gehege. Wasser, Felsen sind gut bepflanzt. Nice. Das Einzige, was hier fehlt, sind halt Höhenunterschiede. Aber das muss man nicht immer machen. Da du so viel Liebe zum Detail hier drin hast, da kann man das nicht als Kritikpunkt anrechnen. So. Vor allem bei Afrika muss es ja sowieso nicht sein unbedingt, weil da hat man ja viele Steppen, die einfach gerade sind. So, hier haben wir Warzenschweine. Hallo Pumba. Wir gehen einfach mal direkt rein. Ja, auch wunderschön, ne? Von wie viele Gehege und Tiere du hier schon hast. Finde ich auch sehr beeindruckend. Oh. Ich bin so traurig, wenn ich das sehe, dass es keine Erdmännchen in Planet Zoo gibt. Mit meine Lieblingstiere in Zoo. Oh! Oh mein Gott, sind die süß! Ja, auch hier hast du das wieder so richtig cool gemacht. So verbunden mit den Mitarbeitergebäuden. Finde ich ja sowieso cool, ne? Das ist halt richtig realistisch so. Die Mitarbeiter hier so direkt rein können. Hammer. Das ist auch mit dem hohen Gras hier sehr, sehr gut gemacht. Das guckt eigentlich fast nie irgendwo durch. Wow. Dann hier auch wieder die Viewing Area. Richtig, richtig gut. Und hier kommt direkt das nächste Gehege. Oh mein Gott. Wie viel Liebe zum Detail. Also du hast hier wirklich das so gut an den Wegen gebaut. Man sieht halt gar keine Bordsteine, nix. Das geht alles wie in einem Guss über. Selbst dieses Ding hast du mit einem eigenen Stil wieder gebaut. Richtig cool. So, welche Schildkröten sind's? Aldabra, Riesenschildkröte. Okay. Ich werde sie nie unterscheiden können, die Galapagos und diese hier. Ja, auch cool, ne? Und da geht's direkt zum Reptile-Haus. Ah, das gehört schon so ein bisschen zum Reptile-Haus. Ich glaube, die können hier reinkrabbeln, kann das sein? Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Außengehege. Ja, auch mega schön, ne? Das ist auch immer so eine richtig gute Kombination zwischen Fels und richtiger Landschaft. Dadurch sieht das wirklich alles so natürlich aus. Echt super gemacht. Hammer. Bis jetzt bin ich auch nicht so verwirrt, dass ich mich verlaufe. Also dein Zoo ist jetzt auch nicht so unübersichtlich. Ja, wie gut das alles platziert ist auch. Dieses Klee und so, wenn man das von oben platziert, ist das meistens voll schlecht platziert. Also du musst wirklich reingezoomt haben und das nochmal richtig an die Wand platziert haben, dass das so gut an der Wand sitzt. Mega. So, was haben wir hier nochmal? Das sind Büffel, glaube ich, ne? Sind das Kaffernbüffel? Ja, tatsächlich. Okay. Ja, auch sehr schön. Ich finde das irgendwie cool mit diesen Viewing Galleries. Da fühlen sich die Tiere also gar nicht belästigt. Ja, auch hier wieder sehr schön mit den Felsen und so, ne? Wow. Also du bist wirklich einer der besten Bauer, die ich in diesem Format bis jetzt hatte. Hammer. Aber ich will auch gar nicht wissen, wie viel Zeit du hier rein investiert hast. Wirklich ein super guter Zoo. Also wirklich. Problem wird wahrscheinlich nur irgendwann sein, dass die FPS immer mehr zugrunde gehen. Und irgendwann dein Rechner das wahrscheinlich nicht mitmachen wird. Genauso wie meiner. Das ist natürlich immer das Traurige, ne? Dass man dann irgendwann nicht mehr vernünftig weiterbauen kann. Aber er ist ja jetzt schon heftig groß. Also wir haben jetzt schon echt viel gesehen. Ah, es sieht alles so gut aus. Leute, Leute, Leute. Egal, wo ich hingucke. Normalerweise sieht immer irgendwo ist eine Stelle, die nicht richtig fertig ist oder nicht richtig platziert ist. Aber hier ist einfach alles so perfektionistisch platziert. Oh mein Gott. Also mein Perfektionismus-Dings ist auf jeden Fall glücklich gerade. Guck mal. Sieh keine Bordsteine. Jeder Bordstein ist abgedeckt. Dann hast du hier so schöne Deko gemacht, schöne Bepflanzung. Oh, hier sind die anderen Schildkröten auf der anderen Seite. Und auch hier hast du wieder eine andere Wand oder so eine andere Mauer gemacht. Das sind jetzt die Galapagos, ne? Genau. Ja, cool. Also ich glaube, die können hier wirklich rein in das Gebäude. Also jetzt mal ehrlich, ey. Das ist, für mich ist das wirklich eine 10 von 10. Also wirklich locker. Wenn nicht sogar eine 11 von 10. Wenn es das geben würde. So, hier geht es dann in die Vivarien. Was ist das denn? Das ist ein Frosch. Okay. Wenn wir die Tiere jetzt nicht auf die Schnelle finden, werde ich mich jetzt auch nicht so lange damit befassen. So, was haben wir denn hier? Ein Lehmanns Feilgefrosch. Okay. Weil Vivarien finde ich immer nicht so spannend, weil man die halt nicht individualisieren kann, wobei du das irgendwie getan hast hier. Hier hast du sogar so ein Gitter eingebaut. Wie cool ist das denn? Ist das überhaupt? Nee, das ist gar kein Vivarium, oder? Nee, das ist selbst gebaut. Das ist Deko. Oh mein Gott. Okay, nice. Richtig gut. Oh, hier haben wir Schnecken. Oh, die kleben ja sogar an der Scheibe. Cool.
Ecken finde ich ja immer so richtig lame, ne? Würde ich mir nie im Zoo angucken. Was haben wir hier? Ein Tausendfüßler. Oder ein Riesenläufer oder so heißt der, glaube ich, ne? Genau, brasilianischer Riesenläufer. Hier ist wieder ein Fake-Vivarium. Ist das denn der brasilianische Vogelspinne? Ich glaube schon. Ah, Wanderspinne. Nevermind. Ich weiß aber nicht, wo die ist. Spinnen sind auch schwer zu finden. Ja, wie gesagt, hier halten wir uns nicht so lange auf. Aber ein tolles Haus hast du hier gebaut. Kann man einmal so rundum gehen und verpasst nichts. Oh, da ist er. Wo ist der Kopf? Da oben. Abgottschlange, okay. Um den Bambus gewickelt. So, als nächstes haben wir hier Goliath-Käfer. Ja, Frage ist, wo ist der? Da ist er. Auch nicht so spannend, meiner Meinung nach. Käfer und Schnecken sind jetzt wirklich nicht so spannend. So, das ist schon wieder spannender. Da haben wir nämlich einen Skorpion. Welcher ist das? Ein indischer Riesenskorpion. Oha. Boah, wer würde sich so einen auf die Hand setzen lassen? Ich nicht. Da wäre ich raus. Das ist ein grüner Leguan. Ah, der chillt direkt hier vorne. Er ist eins mit der Natur. Er denkt, wir sehen ihn nicht. Auch nicht schlecht. So. Gehen wir mal wieder raus. Das Reptilienhaus auch sehr, sehr schön. Gucken wir uns gleich auch noch von oben an. Finde ich auch cool hier mit den Gehegen. Wir gehen mal kurz hier rein. Okay, nach drinnen geht das hier nicht. Hier ist nur so ein bisschen Stroh. Ha, hier flackert's. Hast du wahrscheinlich nicht so beachtet, weil man das eh nicht sieht aus Besucherperspektive. Finde ich auch nicht schlimm. Aber ich muss ja mal irgendwas finden. So perfektionistisch, wie du das hier gebaut hast. Sehr cool. Also wirklich Hammer Zoo bis jetzt. So, was haben wir denn hier? Cool, dass hier so ein Turm ist mit so ein bisschen Werbung dran. Irgendwie glaube ich, es geht hier noch weiter, Leute. Oh Gott, ich werde mich verlaufen. So, Reptile House. Dschungelruine. Ja, gehen wir erstmal zur Dschungelruine. Wir gehen erstmal weiter und dann gucken wir mal, ob wir den Weg zurückfinden. Ist das ein Gehege hier? Es sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Du hast auch überall andere Zäune und so benutzt. Das ist so gut. Oh, das ist tatsächlich ein Gehege. Ein Löwengehege. Oh mein Gott, hast du die Umrandung hier cool gemacht mit dem Zaun und so. Hammer. Also hier finde ich das, hier hättest du vielleicht noch ein bisschen Sand und so auf dem Boden machen können. So ein bisschen hier an den Wegen gerade, wo die runterlaufen. Sehen wir alles ein bisschen sehr grün aus und dann der Übergang zu den Klippen ist sehr stark, aber du hast es mega gut hier ja, umrandet und ich finde auch den Zaun darum drumherum sehr gut. Und ich glaube, die Löwen können da oben rein, oder? Ich glaube, die gehen halt wirklich da oben in das Gebäude rein. Auch richtig cool, dass du hier so Baumstämme und dann so einen Felsen hier eingebaut hast. Mega. Also wirklich. So, hier geht es auch nochmal auf eine Viewing Gallery. Ah, hier kann man nochmal chillen. Auch wundervoll, ne? Strohdach. Und dann hier diese Baumstämme. Oh, die sind auch ein bisschen ineinander geglitscht. Dann flackert das immer so. Auch am besten nochmal ein bisschen bearbeiten. So perfektionistisch wie du bist, wirst du das wahrscheinlich tun nach dem Video. Okay. Also wirklich, ey. Ich habe noch nicht einen Bordstein gesehen. Wo bin ich denn hier gelandet? Das ist der Nilwaran, ne? Wo ist er? Er versteckt sich gerade, so wie es aussieht. Aber ist auch so ein bisschen Underwater-Viewing hier sogar, ne? Richtig cool. Schwimmt der da gerade? Da ist der, ne? Der duscht sich gerade unter dem Geplätscher. Oder nicht? Nee, ach, das ist eine Düse. Nevermind. Lol, ich wurde getrickst. Da ist er. Der Nilwaran. Ja, auch cooles Gehege. Coole Underwater Viewing Area. Also wirklich wow. Dann kann man hier nochmal lang gehen. Oh, hier ist die Decke natürlich ein bisschen flach, aber gut, halb so wild. Und hier kann man sogar die nochmal beim Schlafen beobachten, die Nilwarane. Und das ist der Mitarbeitereingang? Ja. Okay, verstehe.
Sehr cool. So, hier unten geht's auch noch mal rein. In den Mitarbeitereingang. Hier ist ein Gehege, da ist ein Gehege. Wow, sogar hier ist so viel Liebe zum Detail, ne? Sogar bei diesen Mitarbeiterwegen, guckt euch das an. Hier ist selbst auch alles abgesteckt. Sogar hier drin. Hier sind Paletten und sowas. Und selbst das Ding ist eingebaut, obwohl das im Gebäude ist. Also einfach nur wow. Wow, ey. Sieht auch so cool aus hier, der Stil. Ich weiß, ich laufe hier gerade wie ein verwirrtes Hühnchen rum, aber ich weiß gar nicht, wo ich alles hingucken soll, weil es einfach so schön ist. Rappenantilope, okay. Die Dinger werde ich auch nie auseinanderhalten können, diese ganzen Antilopen, Gazellen, Böcke und sowas. Sehen für mich auch fast alle gleich aus. Alles Beutetiere aus Afrika. So, gehen wir mal nach oben. Hier haben wir dann einmal nochmal eine wunderschöne Viewing Area. Cool. Aber selbst hier ist die Deko am Start. Hier sieht man das nächste Gehege. Hier sind die fiesen Strauße. Oh, mit süßen Babys. Ich finde das auch cool, dass immer so die Unterschlüpfe mit den Mitarbeitergebäuden ja in eins übergehen und dann hast du sozusagen immer die Türen damit eingebaut in die Gebäude. Das finde ich immer richtig cool, weil das ist echt realistisch, ist häufig so. Richtig cool. So, wir gehen weiter. Ich habe da schon 100 pro viele Sachen übersehen. Hier geht es nochmal in ein Mitarbeitergebäude. Hier geht es dir... Guck mal, hier hast du das wieder gemacht. Hier geht es wieder in das Gehege über. Und natürlich der Retter in Not. Zack. Und schon wieder so ein Spießbock. Ach ja, bei denen habe ich mich schon mal gefragt, warum die Hörner so lang sind. Glock, Glock, Glock. Wunderschönes Tier. So. Hier geht es doch zu den Affen irgendwo. Kann man die noch beobachten hier? Das ist nur ein Mitarbeitereingang, ne? Schauen wir gleich mal. Mein Gott, da hinten geht es noch voll weit. Wie groß ist dein Zoo? Hey, guckt euch das an, das ist ein Mitarbeiterweg. Er sieht einfach so gut aus. Bei mir sehen nicht mal die normalen Besucherwege so gut aus. Wow. Okay, hier sind die Spießböcke. Okay, es sieht halt komplett anders aus, das Gehege, als die davor. Viel, viel sandiger. Aber auch sehr schön. Hier ist dann auch so ein riesiger Dom in der Mitte. Ich glaube, das ist der Löwendom, ne? Also ich glaube, die Löwen hatten da einen Weg rein in den Dom. Du hast halt auch so viele verschiedene Geländer und sowas genommen. Einfach nur wow. Nochmal ein Springbrunnen. Spritzt der Springbrunnen? Null. Ich spritze einfach aus dem Nilpferd oder in das Nilpferd? Nee, aus dem Nilpferd, okay. Hätte auch beides sein können. Ach, hier sind sogar Nilpferde. Oh, ich falle auf mich, Leute. Egal, passt schon. So, hier haben wir Hippos, so wie es aussieht. Ich gehe gleich in die Außenperspektive, glaube ich. Aber dann kann ich das alles nicht mehr so gut sehen. Aber ich verpasse 100 pro Sachen. Hier geht es auch wieder in die nächste Viewing Area. Das ist Underwater Viewing. Leider ist gerade kein Nilpferd hier. Gehen einfach mal rein. Ja, hier ist richtig viel Wasser. Da sind die Flusspferde. Die mehr Menschen töten als Löwen, glaube ich, im Jahr. Also, die man nicht zu nah kommen. Ja, hier chillen sie alle in der Sonne. Lassen sich brutzeln. Wundervoll. Wenn du ganz detailverliebt bist, ne? Dann kannst du sogar hier noch ein bisschen unter Wasser pflanzen oder irgendwas unterbringen oder ein paar Felsen. Dann sieht das aus dieser Sicht hier nochmal eine Nummer cooler aus, wenn der Grund nicht ganz so glatt und sowas ist. Also das ist nur so eine kleine Anregung vielleicht für dich noch. Das wäre halt dann so richtig perfektionistisch. Würde ich persönlich auch nie machen, weil ich die Zeit dafür nicht habe. Aber du scheinst ja richtig krass durchzudrehen hier. Hauptberuflich Planet Zoobauer. Ey, wie cool das einfach ist. Schon wieder so ein interessanter Unterschlupf. Kann man da durchgucken?
auch ein riesiges Gehege. Aber die brauchen ja auch viel Platz, ne? Die Nilpferde. Und da können wir auch nochmal reingehen. Wie cool ist das denn? Gehen wir mal hier zurück. Das ist echt praktisch, dass du ausgeschildert hast. Das hilft mir auf jeden Fall. Dschungelruine sind wir immer noch nicht angekommen. Das war eigentlich das Ziel. Ich glaube, da hinten kommt sie. Oh ja. Oha. Okay, hier geht's in das nächste Ding rein. Sind wir in der Mitte von dem Nilpferdgehege? Können die nochmal, heißen die Nilpferd? Nee, Flusspferd, ne? Sind denn nochmal Nilpferde? Da war ich gerade verwirrt. Heißen die nicht auch Nilpferde? Ich weiß es nicht. Ach, schade, ich kann die gerade nicht anklicken. Ich wollte gerade gucken, wie die heißen. Jetzt ist ja alles blau. Ripp, so. Okay, hier kann man die dann nochmal wundervoll beobachten. Ich bin ganz kurz auf Toilette. Und da bin ich schon wieder bei den Flusspferden. Ja, ich zoome mal raus. Wir gucken uns das Ganze mal von oben an. Sieht schon krass aus, ne? Wollt ihr mal einen Sneak Peek haben? Also der Zoo ist schon weit und es sind noch viele weitere Bereiche geplant, wie man hier sieht. Eieieiei. Wir haben jetzt gerade, glaube ich, nur den Teil hier angeguckt. Nach links. Also wir haben hier noch voll viel vor uns. Oh mein Gott, ist der riesig und gut bis jetzt, der Zoo. Oh mein Gott, also wirklich, wirklich richtig, richtig hammermäßig. Ich würde fast sagen, wir gehen jetzt weiter in Besucherperspektive hier durch. Dauert das Video halt mal ein bisschen länger. Aber ich genieße das gerade, weil es so schön ist. Na komm schon. So, Ticket, Cam. Wir werden uns den gleich auch nochmal ein bisschen von oben angucken, den Zoo. Jetzt geht's auf jeden Fall zu dem der Ruine. Hier sind immer so Nilpferdschilder, so ein paar. Und hier geht's... Oh, was ist das denn? Irgendwas mit Affen? Ja, auf jeden Fall schon. Oh. Scheiße, jetzt bin ich auf dem Dach drauf. Aber jetzt haben wir eine gute Übersicht. Hier sind auf jeden Fall Äffchen. Was sind denn was für Äffchen? Boah. Mal Äffchen-Jump. Westlicher Schimpanse, okay. Affen tue ich mich auch sehr schwer, die zu unterscheiden. Wie cool das aussieht. Richtig cool. Ah, lol. Die können hier sogar auf das Glas draufklettern. Wo man dann sozusagen drunter durchläuft. Cool. Und dann haben die hier so einen Ruinentempel, der aus dem Workshop ist. 3442 Objekte, alles klar. Kann natürlich aus dem Workshop sein, ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du es selbst gebaut hast. Guckt euch das einfach an, hier ist einfach so ein kaputtes Dach. Sowas in kaputt zu bauen, ist übrigens 100 Mal schwerer als in Heile. Weil in Heile kann man es halt kopieren. Und in kaputt musst du halt wirklich dann viele Teile einzeln setzen. Also gerade so Ruinenzeug und so zu bauen, ist echt schwierig. Boah, jetzt bin ich hier gleich wieder in so einer blöden Kamera. Auch nochmal eine selbstgebaute Brücke. Uff, geh nochmal kurz hier raus. So, schauen wir uns das von oben an. Das Schicksal will es so. Ja, auch ein wunderschönes Gehege, ne? Einfach nur wow. Und die Idee hier mit so einem Tunnel dadurch ist halt auch richtig cool, dass die da rüberlaufen können. Das ist halt ein riesiges Schimpansengehege. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Sogar so einen eingewachsenen Baum hast du hier reingemacht. Aus so mehreren verschiedenen Baumstumpfdingern. Alter. Es sieht so gut aus. Also wirklich. Oh mein Gott. Es ist so wunderschön. Ich werde jetzt mal weiter von oben gucken, Leute, sonst kommen wir nicht voran. Außerdem sehen wir so ein bisschen mehr. In die Viewing Areas können wir ja trotzdem reinfliegen. Also richtig krass schön hier, das Gehege. Hammer. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So, normalerweise geht es dann hier weiter. Hier hat man dann auch wieder eine wunderschöne Sicht auf die nächsten Tiere. Das sind afrikanische Elefanten, so wie es aussieht. Hier geht es sogar dann nochmal ins Elephant House oder Elephant House wahrscheinlich. Gehen wir mal rein. Jo, und hier hat man auch nochmal eine
Wunderschöne Sicht. Hier die Details, hier kann man nochmal sitzen im Kreis. Hier führt dann der Mitarbeiterweg runter. Die haben dann hier noch so ein paar Gebäude links, wo sie dann Stuff holen können. Und hier kann man dann halt die Elefanten von oben beobachten. Hier schlafen die dann. Das ist schon cool gemacht. Und hier können die dann rausgehen. Da kommen sie gerade. Eine ganze Familie kommt. Der Kleine rennt vorweg. Der hat's eilig. Er muss in die Hayakoje. Guck mal, das kann man jetzt perfekt sehen, wie als wenn wir gerade im Zoo sind. Wir stehen sozusagen hier oben und gucken. Und da kommen die Elephants. Oh. Ist wirklich wundervoll, ne? Hier ist dann das Elefantengehege. Auch wunderschön gemacht. Hier hast du auch die Laufwege schön mit angepinselt. Aber hier sieht es ein bisschen kahl noch aus, aber das ist halb so wild. Muss ja auch nicht immer alles mega krass gestaltet sein. Du hast hier, also dieser Palast und Tempel, der ist einfach heftig. Weil du den selber gebaut hast, Respekt, wirklich. Ich hoffe, du lädst deine Sachen im Workshop hoch. Hoffe ich wirklich. Das ist nochmal der Affentunnel. Da bin ich ja gerade hochgeglitscht. Also sehr interessant, ne, dass die da so hochklettern können. Ja, mega, wirklich. Hier ist dann vorne ein Asia-Bereich geplant. Wenn du deinen Zoo weitergebaut hast, schick ihn mir bitte wieder ein. Also wirklich, bitte, bitte, bitte. Die Ansätze sind auf jeden Fall schon mal sehr gut. Sieht schon mal aus wie ein krasses Gewässer. Hier geht's dann rein. Das ist der Eingangsbereich. Das wird dann sowas wie die chinesische Mauer, oder was ist der Plan? Sieht auf jeden Fall so ein bisschen so aus. Ja, cooler Ansatz. Cooler, cooler Ansatz. Freue ich mich schon auf den Bereich. So, hier hinten ist dann noch mehr Indisch am Start. Wo waren wir denn vorhin? Hier waren wir auch noch nicht. Hey Leute, ich habe mich 100% verlaufen. Das haben wir gerade übersehen, ne? Hier kann man auch nochmal reingehen und gucken. Und dann Erdferkelis, so wie es aussieht. Und dann auch nochmal so ein kleines Gehege hier mit so einem eigenen Haus. Sind ja auch wundervolle Tiere. Ja, cool. Cool, cool, cool. So. Hier ist dann nochmal dieses Dschungel-Tempel-Ruinenmäßige. Hier ist nochmal so eine Einkaufspassage. Hier können die Leute dann sitzen. Überall Wasser, Felsen, Pflanzen. Aber selbst hier ist so viel Deko, ne? Hammermäßig, also wirklich einfach nur Hammer. Hier geht es dann auch nochmal in die nächste Viewing Area, haben wir dann Gazellen oder sowas. Boah. Ist jetzt auch nicht so spannend. Ich bin echt geflasht. Sieht einfach so gut alles aus. Auch das, die Wege, wie du die gebaut hast. Und wie groß der Zoo schon ist. Wie viele Stunden hast du hier ran gesessen? Das ist ja der Hammer. Ey, geht's rein? Wo geht's denn hier rein? Das ist so ein kompletter Berg, auch so ruinenmäßig. Geh mal rein. Oh, hier sind noch mehr Vivarien. Ja gut, wir schauen jetzt mal nicht in die Vivarien rein, Leute, das dauert zu lange. Ich finde auch, wie gesagt, Vivarien nicht so spannend, muss ich sagen. Aber richtig cool, hier so einen Durchgang zu bauen durch den Berg. Hier ist auch wieder was eingekippt. Also du hast halt diesen Stil auch komplett durchgezogen mit diesen kaputten, ruinenmäßigen. Alter. Richtig, richtig krasser Zoo. Hier sind Mandrills. Kann man schön von hier beobachten. Wow. Hier ist eine Brücke. Wir schauen mal von oben einfach. So, das ist das Mandrill-Gehege. Hier geht es dann in so ein riesiges Gebäude rein. Du hast es auch wieder mega gut verbunden hier. Du hast hier einen Unterschlupf gebaut. Dann hast du hier Mitarbeitereinrichtung gebaut. Hier hinten auch noch mal ein paar. Da fehlt wahrscheinlich noch das Dach. Das wirst du irgendwann machen. Und dann führt sozusagen direkt der Weg von hier vorne in, für die Mitarbeiter rein, ne? Gehe ich mal von aus. Ja, hier führt der Weg rein. Und du hast sogar hier Klettermöglichkeiten eingerichtet. In diesem Ding drinne. Richtig, richtig cool. Und hier ist dann das Gehege. Sieht auch wundervoll aus. Überall außenrum Wasser so ein bisschen. Und das Wasser zieht sich dann hier auch noch weiter in den nächsten Bereich. Und man sieht schon, was du hier vorhast. Du hast hier auf jeden Fall vor, eine sehr bergige Landschaft zu bauen. So wie hier hinten in North America.
sehr schön gebaut hier mit den Klettersachen und so. Wow, 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 wow. Okay, hier ist noch ein bisschen kahl, da bist du wahrscheinlich noch nicht zugekommen. Zumindest noch sehr unfertig aus. Uff, wie will denn jetzt lang? Hier schon geguckt? Nee, haben wir auch noch nicht geguckt. Warte, ich gehe mal wieder ganz kurz in Besucherperspektive. Was haltet ihr davon? Da passt hier sonst zu viel. Das Ding ist halt, man sieht tatsächlich in der Besucherperspektive Sachen, die man sonst nicht sieht, aber in der anderen Perspektive auch Sachen, die man in der Besucherperspektive nicht sieht. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich werde viele Sachen übersehen. Patrick war dein Name, ne? Du kannst auf jeden Fall mal reinschreiben, ob ich den Speicherstand mal hochladen kann auf dem Discord oder so. Da können sich die Leute diesen Zoo mal so privat angucken, weil der ist ja so gut. Da kann man sich ja richtig Inspiration holen. Richtig krasser Zoo, wirklich. Hier ist auch wieder eine ganz andere Viewing. Oh, jetzt bin ich wieder auf das Dach geglitscht. Ja, Leute, ist mir zu anstrengend. Diese Sicht funktioniert leider nicht. Ich bin da zu blöd für. Ja, da kann man auf jeden Fall dann nochmal rausgucken hier durch dieses Ding. Richtig cool, ne? Da sind dann die Giraffen am Grasen. Du hast sogar hier die Sachen an dem Gebäude angebracht, so wie es aussieht. Mega. Und dann kommen die Giraffen auch wirklich hier vorne nah dran und snacken da so ein bisschen. Hier hinten ist dann nochmal so ein Unterstand für die Giraffes. Wie geht's denn jetzt in diesen Dom da rein, würde ich gerne wissen. Ah, da vorne. Okay, komm Leute, einen Versuch machen wir noch. Ich hoffe, ich verkacke nicht direkt wieder. Das ist sogar der richtige, nur Enter drücken. Okay, drück die Daumen, dass ich nicht wieder irgendwo hochlaufe. Hier haben wir Hyänen. Oh, die können auch da rein. Das heißt, der Dom ist nicht nur für die Löwen, so wie es aussieht. Die Hyänen haben da auch ein bisschen was zu melden. Okay. Gehen wir mal rein in den Dom. Ich kann es kaum erwarten. Löwen. Okay, zur Rechten sehen wir Löwen. Leute, ihr kennt mich. Ich kann das nicht mit ansehen. So. Das haben wir. Und hier sind dann die Hyänen. Ah, okay, ich verstehe. Sehr cool. Und hier sind dann nochmal Mitarbeitereinrichtungen und Anlagen. Die können dann die Mitarbeiter und sowas in das Gehege. Sehr cool gemacht, wirklich. Hier kann man die Tiere dann auch nochmal sehen. Hier sieht man die Löwen. Und hier, wenn man Glück hat, so ein bisschen die Hyänen. Und jetzt würde ich mich schon wieder verlaufen. Die Mitarbeiterwege gehen hier auch wieder ab. Ich gehe wieder in die oben an Sicht, damit wir uns nicht verlaufen. Weiß ich, switch gerade sehr viel rum. Aber es ist halt auch sehr viele Wege, wo ich ab kann. Giraffen habe ich gerade schon gesehen, ne? Ja. Das ist jetzt hier alles Afrika, was wir bis jetzt sehen. So, hier vorne geht's dann. Afrika-Felsen. Alles klar, gehen wir rein. Da müsste ich jetzt eigentlich... Oh nein. Solche Viewing Areas müsste man eigentlich immer in dieser Sicht gehen. Ist echt immer ein bisschen umständlich, muss ich sagen, mit diesem Ticketcam. Aber ich möchte jetzt hier auch vernünftig rein. Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen. So, das ist jetzt der Afrika-Felsen. So sieht das Ganze von innen aus. Sehr interessante Dachform. Sind das Gnu? Weißschwanz-Gnu? Zebras? Und irgendwelche Antilopen oder sowas. Oh, hier glitscht auch was ineinander. Aber halb so wild. Oh, wie viele hiervon sind. Man hat auf jeden Fall eine wundervolle Sicht auf die ganzen Tierchen. Okay. Oh, da kommt schon der nächste Dom. Wir gehen einfach mal weiter. Boah, ich lag gerade. Oh, ich habe mega wenig FPS gerade. Okay, das war nur ein kurzer Ladelag, sorry. Lemur World haben wir hier. Alles klar, gehen wir mal rein, ne? Das ist ein begehbares Gehege. Normalerweise würde die Tür jetzt aufgehen. Und da sind direkt die Lemuren oder Katas. Ach, ich liebe sie. Und die Waris sind auch da. Hier kann man dann rumgehen einmal. Und sich von Affen beklauen lassen. Aber auch wieder so viel Liebe zum Detail hier. Ein paar Bänke. Guck mal, hier geht es dann sogar noch raus. In den Außenbereich.
Auch ein riesiger Dom. Sehr interessantes Dach. Die können halt hier überall auch oben lang klettern. In der Mitte ist übrigens so ein riesiger... wie heißen die denn nochmal? Bananen? Nee, wie heißen die? Ich weiß es gerade nicht. Kann es auch gerade nicht sehen. Affenbrotbaum heißen die, glaube ich, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir gehen mal einmal raus. Hier geht es dann nämlich ins Außengehege noch. Wir können die dann auch nochmal rumklettern. Hier ist eine Mitarbeiterbrücke. Cool, ne? Gehen wir nochmal aus Perspektive gucken. Da waren wir gerade, Afrika-Felsen. Ja, Hammer, ne? Die können hier dann rausklettern, haben hier noch Schlafmöglichkeiten. Hier in die Bäume können sie auch noch klettern. Und da drin ist dann halt auch nochmal mehr als genug Klettermöglichkeiten. Ich könnte da rein, so. So sieht übrigens das Dach von oben aus. Auch Hammer, ne? Wie viel Arbeit das wohl gewesen ist. 179 Objekte. Okay, du hast es mit dem Baum zusammengebaut. Anscheinend in einer Gruppe. Das ist das Außengehege hier. Hier ist aber schon das nächste Gehege. Ich werde gar nicht mehr alle Viewing Galleries sehen und sowas, glaube ich. Hier geht's in die nächste. Hier sind dann diese Mini-Flusspferde. Zwergflusspferde oder welche, wie die heißen. Kann man sich von hier dann angucken. Du hast es halt wirklich immer durchgezogen, ne? Mit den Viewing Areas und diesen verbundenen Unterständen und Mitarbeiteranlagen. Finde ich mega cool. Auch ein sehr interessantes Gehege hier. Wieder eine ganz tolle Gestaltung. Was haben wir hier noch? Haben wir auch schon wieder eine Viewing Area. Ich vergesse immer die Namen von diesen Dingern. Okapi, stimmt, so heißen die. Das ist so cool, ne? Vor allem, man hat immer so gute Sichten aus diesen Galerien. Das ist mega. Hier haben wir auch nochmal irgendwelche sehr interessanten Böcke. Bongo heißen die. Sieht aber schön aus, mit den weißen Streifen. Wunderschöne Tiere, definitiv. So. Die kann man übrigens auch wieder von hier angucken. Oh, der Zoo. Ich kann ihn gar nicht so würdigen, was er eigentlich verdient, weil es einfach sonst zu lange dauert. Ich glaube, wir haben gleich aber alles gesehen. Wir sind jetzt hier in der letzten Ecke. Und wie könnte es anders sein? In der letzten Ecke gibt es natürlich auch nochmal eine Viewing Gallery in einem ganz anderen Stil. Das sind echt viele Ideen, nicht schlecht. Tapir sind hier, oder Tapire. Ich weiß nicht, wo sie sich gerade verstecken. Da ist einer. Weil man hat immer so eine gute Sicht hier aus den Dingern. Die sind halt immer sehr mittig und relativ hoch platziert. Dadurch kann man eigentlich immer das gesamte Gehege sehen. Finde ich sehr gut. Marilyn Monroe, ne? Ja, mit dem Schönheitsfleck. Ja, auch eine wundervolle Gehegegestaltung. Hier hinten ist dann wahrscheinlich wieder Unterschlupf plus Mitarbeitergebäude. Habe ich recht? Ja. Ja. Du hast es halt eiskalt durchgezogen, den Style, ne? Auch wenn das echt schwierig ist. Hast du aber gemacht. Hier geht's dann in die nächste Viewing Area. Hier hat man auch wieder eine Rundumsicht. Wir gehen einfach direkt nach außen. Man sieht ja, dass man hier überall alles sehen kann. Hier sind Geparden drin. Die sehe ich in letzter Zeit voll häufig in euren Zoos. Habe ich vorher nie gesehen und jetzt sehe ich sie irgendwie fast jedem Zoo. Und das wohl liegt. Hier ist dann auch nochmal eine Höhle, wo sie rein können. Und da geht es hier in den Nordamerika-Bereich, wo wir vorhin schon waren. Ja, guck mal hier. Sind auch nochmal Details, Wasserfälle. Also ich kann gar nicht auf alle Details eingehen, die du hier eingebaut hast. Hast du sogar nochmal einen Tunnel gebaut, kann das sein? Hier ist nochmal tatsächlich ein Mitarbeitergebäude und ein Tunnel für die Mitarbeiter, der hier durchführt in das nächste Gehege. Ah lol, der führt in das Gehege hier. Okay, krass. Ich glaube, wir haben alles gesehen, Leute. Die Besichtigung hat jetzt auch echt lange gedauert, aber ich muss echt sagen, der Zoo ist ja wirklich heftig. So viel Liebe zum Detail habe ich selten erlebt. Schreib mir mal bitte in die Kommentare, Patrick, ob ich das Ganze für die Leute veröffentlichen darf. Die würden sich das gerne mal angucken bestimmt und vielleicht die ein oder andere Idee sich inspirieren lassen. Also der ist wirklich mit so viel Liebe zum Detail gebaut. Mein Favorite war tatsächlich das hier. Falls du das selbst gebaut hast, diesen Palast hier, dann wirklich Respekt. Also wenn du ein Hammergehege, also das ganze Gehege ist cool. Das mit dem Tunnel ist eine mega coole Idee. Dieser Palast oder was das ist, diese Ruine,
sieht einfach so unfassbar gut aus. Also richtig krass dazu. Vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Wenn du mal irgendwann weitergebaut haben solltest, hier, den Asia-Bereich sieht man ja schon so ansatzweise, schick mir den Zoo gerne wieder ein. Ich würde mich freuen. Es wäre mir eine Ehre, wenn ich dein Zoo nochmal besuchen dürfte. Und ich würde sagen, jetzt seid ihr dran. Schreibt in die Kommentare, wie ihr diesen richtig guten Zoo fandet. Vielleicht fandet ihr den ja auch nicht so gut, wer weiß. Ich glaube es nicht. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Falls ihr auch einen Zoo habt, den ihr mal einschicken wollt und den ich bewerten soll, der muss auch nicht so krass ausführlich und detailreich sein wie hier. Also keine Sorge, ihr könnt auch was einschicken, woran ihr nicht so lange gesessen habt. Dann könnt ihr es tun. Unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Ihr dürft auch gerne abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.